Ich grüße euch Leute und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe unseres Let's Plays von Jurassic World Evolution. Wir haben es in der letzten Ausgabe tatsächlich geschafft, die nächste Insel freizuschalten, nämlich die Insel... Wo... Bin ich jetzt blöde? Wo war denn jetzt hier die Inselnavigation? Da. Und zwar die Insel Pena. Zu der werden wir aber heute noch nicht reisen, also das tut mir leid, Leute, weil wir werden erstmal diese eine Aufgabe, will ich noch versuchen, diese Gefangenschaftsstudien. Dazu ist eigentlich auch der Velociraptor, da hängt er auf dem Weg ins Gehege, weil wir sollen seine Geborgenheitsleiste unter den Schwellwert bringen. Günther ist wieder in seinem richtigen Gehege drin, es geht ihm gut und ich habe gesagt, wir werden diese Ausgabe nutzen, um einfach nochmal ein bisschen zu grinden, Leute. Und ich habe mir wirklich gesagt, ich will T-Rex, wo gehe ich denn dahin? Ja, ich will T-Rex-Fossilien sammeln, weil die haben wir ja am Anfang dieser Insel hier verkauft. So, und dann gucken wir mal, Geborgenheit, die müsste dann hier eigentlich schön runtergehen. Sozialwald, alles scheiße für ihn. Wasser hat er nicht, Nahrung hat er nicht, guckt dem Heli hinterher. Ja, das ist halt das Problem. Und da will ich diese Aufgabe einfach mal fertig kriegen. Dann haben wir noch erfolgreichen Fleischfresser ausbrüten. Ich will dieses Gehege dann hier so, ja, da wollte ich eigentlich Pflanzenfresser rein. Aber wir können das eigentlich ein bisschen vergrößern. Dann mach mal Fleischfresser rein. Ach, ich überleg's mir einfach nochmal, Leute. So, dann haben wir ja noch die... Wir müssen unbedingt bei dem Sicherheitsteam vorankommen. Wir sollen Fleischfresser ausbrüten und Fleischfresser-Fossilien finden. Das machen wir jetzt gerade. Wir werden nebenbei natürlich jetzt noch die Forschung hier ein bisschen ankurbeln, weil wir haben jetzt einfach die Kohle. Ah, hier könnte ich... Das kann ich nicht machen, ne? Sie haben nicht genügend verfügbare Forschungszentren benötigt. Wir brauchen 3 Forschungszentren. Echt? 3 Forschungszentren? Okay. Leute. Auftrag erkannt. Aber wir können gar nicht 3 bauen. Pro Insel kann nur 1 gebaut werden. Oh, wir haben toten Dino. Es hat ein Velociraptor getroffen. Tim, alte Brandkanne. Ach, naja, was soll man machen? Ärgerlich, definitiv. Guck mal, jetzt mittlerweile bloß noch 2 hier drin. Expedition ist da. Ich hoffe ein bisschen was für einen T-Rex. Natürlich nicht. Aber wir schicken sofort die nächste Expedition los. In der Hoffnung, die gewünschten Fossilien zu bekommen. Guck mal, er ist natürlich sehr schnell unter seinem Schwellwert, ne? Das ist schon mal gut. Dann sollte das hier eigentlich ein bisschen schneller vonstatten gehen. Mit dem guten Axel. Transportiere Produkt. Und... Ach, guck mal, die Zeit läuft jetzt. Der wird dann bestimmt auch gleich anfangen, den Zaun hier kaputt zu machen. Da müssen wir dann mal ein bisschen aufpassen. Gegebenenfalls werden wir den Zaun direkt reparieren. Forschung abgeschlossene. Gleich die nächste an. Genetische Forschung. Jetzt geht's hier los, Leute. Haben wir hier... Wo haben wir denn 0 von Ehens? Hier haben wir 0 von Ehens. Was wird denn hier noch erforscht? Wir haben 2... Achso, Ausfallschutz dort unten steht's für... Unsere Kraftwerke. Können wir... Oh, legt er jetzt schon los? Der legt schon los, Leute. Und das ging schnell. Das ging schnell. Kein Problem. Druck reagiert auf Reparaturanfrage. Scheiße, ich habe hier unten keinen Schutzraum, ne? Ich habe hier unten keinen Schutzraum. Da werden wir hier mal ihn hinzimmern. So, die kümmern sich. Wir bauen mal, wir machen mal die nächste Forschung.
Machen wir hier ruhig mal bei Gebäude-Upgrades weiter. Hier bei Nachladetempo geht's voran, Leute. Gute Arbeit, Sie haben den Auftrag erfüllt. Hoffentlich wird uns das, was Sie mitgebracht haben, keine Probleme bereiten. Oh, das ist ein gutes Zeichen dafür, dass wir T-Rex-Fossilien gekriegt haben. Oh. Sehr schön. Ey, so ein T-Rex, das ist für mich genauso geil, wie wo wir unseren ersten Langhals hier hatten. Ich sag immer Langhals, ist voll die Kindersprache. Aber Leute, was soll ich machen? So, haben sie den jetzt hier mal. Axel hat schon wieder gemordet. Treffen sind jetzt auch nicht so wichtig, ne? Ach, die lassen den natürlich noch in Ruhe. Ganz in Ruhe ihn umbringen. So viel Zeit muss doch sein, ne? Jetzt ist die Frage wegen diesen Wetterstationen. Die haben ja auch Strom gebraucht, ne? Die Aufgabe könnten wir dann eigentlich auch mal machen irgendwann. Guck mal, der ist ja jetzt. Jetzt ist er ja. Von der Zeit her hat sich das ja jetzt eh erledigt. Und dann kann er ja auch wieder zurück in sein richtiges Gehege. Ja, das ist doch super. Transportteam. Und da kann der hier hin. Also, wo er halt darf. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Na, wie geil ist das denn? Und dann werden wir. Hier nämlich. Ja, was mache ich hier rein? Ich soll einen Fleischfresser ausbrüten, ne? Ich soll einen Fleischfresser ausbrüten. Ich mach mal einen von unseren. Ach, wie hieß der denn? Dieser Gilsimmel. Ihr wisst schon. Produkttransport im Gange. Jetzt habe ich das Gehege eigentlich nicht unmittelbar viel größer gemacht, ne? Ich bin auch manchmal so ein richtiges Genie, ey. So, dann machen wir jetzt noch zum Kugeln. Man kann immer noch ein paar Probleme lassen Sie einen Zontosaurus. Schauen Sie sich den Auftrag an. Ja, werden wir mal gucken. Dann bauen wir. Hier können die ja eigentlich fast alles sehen, ne? Ja, guck an. Da werden wir hier noch einen Weg hinbauen. So. Strom? Strom, Leute. Strom, immer wichtig. Bauen wir ein großes Umspannwerk hier hin? Oder ist der da noch im Kreis? Nee, ist er nicht. Da bauen wir hier so ein großes hin. Bappen das hier ran. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir. Ob wir noch ein zusätzliches Kraftwerk brauchen. So, da will ich hier nämlich einfach einen von unseren Ceratosaurus ausbrüten. Weil der kommt alleine gut klar. Ist jetzt der Ene mal hier wieder drinne? Produkttransport beendet. Und jetzt müsste die Aufgabe doch fertig sein. Hab's gerade erfahren. Jawohl! Dr. Wu hat die Ergebnisse und meint, der Test wäre abgeschlossen. Ich bin richtig erleichtert. Jetzt, wo Dr. Wu weg ist, sie sollten das wir uns um diese Dinos kümmern. Ja, das ist ja jetzt nicht das Problem. Oh, oh. Nein! Leute, Inge hat's erwischt. Inge hat's erwischt. Das ist traurig. Das ist traurig. Sag mal, da liegt ja noch ein Dino rum. Hab's gerade erfahren.
Dr. Wu hat die Ergebnisse und meint, der Test wäre abgeschlossen. Ich bin richtig erleichtert. Danke, dass Sie am Ball geblieben sind. Das hätte ganz schön schief gehen können. Also, wenn ich richtig informiert bin, waren die Eierköpfe ziemlich aufgeregt. Der Kampf der Doktoren. Schade, dass ich das verpasst habe. Schön, ne? Was wir an Kohle haben. Und Christian, du könntest auch mal Expeditionen noch losschicken. Was ist denn jetzt hier noch? Ach so, wir haben ja einen neuen Saurus. Einen Nodos, blablabla Saurus. Wo war denn das, wo nicht so viel T-Rex war? Hier. Soundeffekt, Leute! Oh. Anfrage erhalten. Die rennen da jetzt nicht rein, oder? Nee. So, gleich mal gucken, nicht, dass die hier auch gleich rausrennen. Ja, seine Geborgenheit, ne? Rennt der alleine wieder rein? Links! Links! Oh, ich glaube, wir haben schon getroffen. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Wenn jetzt mal die Ranger kommen würden, okay. Das hat ziemlich schnell geklappt. Aber irgendwas ist hier noch. Was ist denn jetzt, ey? Ist hier wieder irgendwo einer drinne? Ah, das ist halt schon wieder scheiße, ne? Zustellung abgeschlossen. Das ist doch jetzt schon wieder scheiße. Dit ist doch jetzt schon wieder scheiße. So, Forschung, Leute. Ja. Was ist denn jetzt schon wieder? Also. Also. Lege weitere Aufgabe fest. Also. Also. Bestätige Anfrage für Reparatur. Weiß ich nicht. Was das hier soll? T-Rex! Oh. Oh. So, gleich die nächste Expedition. So, ist das jetzt der einzigste Dino? Ach, da oben. Was ist denn mit ihm hier? Sind hier jetzt auch schon wieder Menschen reingerannt? Niedrige Gesundheit. Wer hat hier niedrige Gesundheit? Sie haben die Missionsziele erreicht und den Sieg errungen. Nichts anderes hätte ich erwartet. Ja. Ich muss jetzt hier wirklich gucken. Ey, was ist der hier? Das ist ein richtiger Flitzer, ne? Wo ist denn der? Ja, die werden ihn schon treffen. Ragnar geht mir ein bisschen auf den Sack. Das habe ich auch schon so oft gesagt, ne? So, hier ist alles gut. Und der ist auch fertig. Da war die Aufgabe dann auch erfüllt. Aber ich darf nicht vergessen, immer schön meine Forschung, Expedition, das weiterzumachen. Ja, ja. Ja, ja. Mein Gott, da. Bleibe mal ruhig. Das ist da Hans. So, was ist denn jetzt eigentlich mit... Da. Ich brauche immer eine Inge hier. Fühle ich mich nicht wohl. So, Expedition läuft. Ne, Fossilien sind schon wieder da. Ah, jetzt nicht für ein T-Rex, ne? Forschung? Was ist da los? So, okay. Fossilien, das ist das. Gebäude ab. Ach so, ja. Forschung ist ja.
Ein zusätzliches Forschungsteam. Naja, und da können wir doch dann das eine Fossil dort erforschen. Ja, Mann, so muss es laufen. Meine Güte, haben wir das auch mal rausgekriegt. Lassen Sie ein Ziontosaurus. Haben wir schon ein Ziontosaurus? Ich glaube nämlich nicht, ne? Dinosaurier. Bei T. Ah, dieser Ziontosaurus, das ist doch das, was hier gerade bei unseren Fossilien entsippt wird, oder? Ne, ach, das ist ein Torosaurus. Oh, da müssen wir ja gucken bei Expedition, wo so ein Ziontosaurus am Start ist. Ich werde aber einfach mal... Ach, guck mal, hier Mission. Wir können doch hier die Ene noch machen hier, ne? In unserem Geschäft geht es um Hits. Und auf der Suche nach ihnen geht oft was schief. So ist das eben. Ihre Fehlschläge sollten schön langsam einen Erfolg einbringen. Erfinden Sie sich neu. Und ein paar neue Dinosaurier. Okay. Gut, hier ist die Herausforderung. Was sehen Menschen gerne? Etwas Neues. Und das ist ein Problem, denn die Hauptattraktionen sind alle hunderte Millionen Jahre alt. Also müssen wir ihnen etwas Neues geben. Versuchen Sie am besten ein paar kosmetische Modifikationen zu finden. Mal schauen, was draus wird. Ja, ja. Ein Überraschungsdino. Diese Tiere sind ernstzunehmende Kreaturen und von Natur aus beeindruckend. Versuchen Sie nicht, Einhörner daraus zu machen. Okay, laut Ihren letzten Forschungsergebnissen sollten wir in der Lage sein, einige Dinos mit diesen kosmetischen Modifikationen zu züchten. Dann werden wir sehen, ob es sich gelohnt hat. Ich hoffe, die Gäste sehen einen Picasso und nicht die Bilder, die mein fünfjähriger Neffe malt. Das ist nämlich der eine Auftrag, den wir das eine Mal verkackt haben, Leute. Jetzt muss ich hier nochmal gucken, weil ich muss den Besuchern ja auch noch die Möglichkeit geben, so ein bisschen dann zu kicken. So, Miasse, bla bla bla, Saurus, mit diesem Engen dort. Machen wir erstmal ein Tor hin. Brutkasten ist so dieser da. Genom modifizieren. Und der soll mit Savanne. Ja. Da versuchen wir doch einfach mal unser Glück. Ach, und der andere, das ist so einer, den wir schon haben. Hier dieser Para. Naja, da kommt hier noch einer hin. Und dann machen wir hier noch so einen. Jetzt habe ich es falsch gedrückt. Naja, da kommen hier halt ein paar mehr hin. Aber Ende Mais Gehege halt ein bisschen größer. Das ist überhaupt kein Problem. So. Gut. Dann machen wir hier natürlich noch was zum Kicken. Bäm. Ja, da hinten ist jetzt natürlich blöd, ne? Ah, das ist doch gut. Bringt nur nicht viel, ne? Das ist auch gut. Ich hoffe, wir können den Weg da dann noch hinbauen. Jetzt nicht wirklich schon wieder passiert, ne? Scheiße! Ich hab zu tun! Wo ist der Zaun kaputt? Ach, das ist jetzt nicht euer Ernst schon wieder hier. Bestätige Aufgabe. Unterwegs zur Reparatur. Ah, mein Gott. Irgendeine Futterstation ist hier schon wieder. Bin zur Futterstation unterwegs. Kein Strom. Was wir für einen Stress haben. Ich weiß, Sie sind beschäftigt. Aber diese Gelegenheit ist einfach zu. Na?
Will er jetzt nicht ran, ne? Baukosten verbaut. So, mach mal das. So, und jetzt hoffe ich, dass ich hier irgendwie nur die Ecke kriege. Ah, Schwein gehabt, ne? So, bevor ich es vergesse, kriegt er hier natürlich nochmal Futter. Und kriegt noch ein paar Bäume. Ich hoffe, der bricht mir nie aus hier. Weil irgendwas wie gefällt. Und dann kriegt er noch ein paar Bücher. So. Expedition losschicken. Expedition. Ich hoffe, T-Rex haben wir so ein bisschen gefunden. Was ist mit der Forschung los? Haben wir jetzt das eine fertig? Weil dann können wir doch das eine Fossil hier machen, oder? Jawohl, Mann! Ja, geht sofort los, Leute. Geht sofort los. Hier wird jetzt erstmal... Dino kann freigelassen werden. Freilassen! Ja. Der andere hier ist auch fertig. Du ahnst es nicht. Da ist die Aufgabe ja dann auch erledigt. Leute, wie das hier vorangeht. Was sagt denn das Kraftwerk? Das hat noch richtig viel. Da wären wir mal. Das hatte Leistung. Ausfallschutz machen. Okay, dann, wir müssen diese los? Neuen Dinosaurier den Gästen verkaufen. Als Urzeitgeilheit, oder? Beobachtungsplattform? Das sollte sich auf den Umsatz auswirken. Und nur darüber wird Erfolg definiert. Die ist aber verbessert, sowie die Gästezufriedenheit sorgt zwischen den Dinosauriern. Und sowohl Besucherzahlen als auch Finanzen sehen dank ihrer Leistungen gut aus. Sie lassen es leicht aussehen. Was nicht immer gut ist, wollte ich nur mal sagen. Sie liefern Ergebnisse. Und das fällt komm, die Kugeln! Ich beginne mich zu fragen, wer ja, wie geil sie ist das sind denn? Und was sie wollen. Verrückt nach mir, hm? Wie geil! Oder vielleicht nicht. Jetzt auch nicht so viel T-Rex-Fossilien wieder dabei gewesen, ne? Meine Freunde. Ah, ich kann jetzt zwei machen. Ich habe jetzt zwei. Alter, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Ey, das hat sich jetzt schon gelohnt, dass wir hier so den Schissel machen, ey. Aber mit der Forschung, das wird uns irgendwie nicht mehr angezeigt, ne? Das ist nämlich schon wieder jetzt fertig. Jetzt ist die Forschung dort das eine am Start. Und was bringt mir das? Ach, das ist dann so ein... Ah, ich verstehe. Da können die danach dann halt suchen. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Und was ist jetzt hier noch? Achso, Forschung fertig. Forschung fertig, Leute. Gebäude-Upgrades, was ist denn hier jetzt noch? Ach, das eine, was er gerade macht. So, da sind wir doch gewesen. Das war auf Stand. Jetzt wird hier alles erforscht, was geht, Leute. Und das finde ich geil. Das hat sich schon wieder richtig gelohnt heute. Neues lebensfähiges Genom. Kannst du raus. Und wenn denen das hier nie zu viel ist, das ist halt auch die Frage. Hier Geborgenheit, Geborgenheit, Geborgenheit. Dann lassen wir den hoch frei. So. Wie viel? Die haben hier noch richtig viel übrig. Okay, ne? Lustige Geschichte. Dieser Mayasaurus war der erste Dino im All. Im Space Lab im Jahr 1985. Steht im Reiseprospekt. Sie schlagen auch gern die Köpfe aneinander. Das haben wir aber nicht reingeschrieben. Futterstation. Ranger Team! Nachschub ist unterwegs. Was ist denn jetzt los? Dinosaurierbedrohung? Wieso?
Ey, die haben doch sonst nie Stress gemacht. Bestätigt. Anfrage bestätigt. Meine Fresse, ey. So, jetzt machen wir mal das mit die Wetterstation, diese Aufgabe hier fertig. Auch wenn das, glaube ich, eigentlich ja, wenn wir mal ehrlich sind. Für diese Insel komplett sinnlos ist. So, dann bauen wir hier oben noch eine hin. Betriebsgebäude, Christian. Bam, bam, bam. Wollen wir uns drauf einigen? Danke. So. Was ist denn jetzt hier los? Tote Dinos, Krankheit. Lege weitere Aufgabe fest. Wo ist toter Dino? Meine Fresse. Produkt wird eingesammelt. Zwei tote Dinos vor allem. Oh. Christian hat gerade ein bisschen Stress, Leute. Ja, ganz ist der Zaun hier aber auch noch nicht, Leute. Ja, danke. Dann ist doch hier noch was. War doch irgendeiner. Wer war hier noch? Hier war doch noch ein anderer. Okay. Ach, wo ist denn jetzt noch einer? Oh. Hole Produkt ab. Oh, 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 Leute. Ist die Futterstation schon. Ein alter Verwalter. Reagiere auf Nachschubanfrage. Boah. Das war jetzt gerade mal kurz mal Luft holen. Oh, das sieht sehr gut aus. T-Rex, T-Rex. Ach, da ist schon erschöpft. Das ist jetzt blöd. Dinosaurierbedrohung. Warum? Weil hier einer drin ist. Wollen wir wetten, Leute? Ne, weil der Zaun hier im Arsch ist. Reparaturanfrage bestätigt. Oh, Ich werd kirre. Oh Gott, der T-Rex wäre lebensfähig. Beeindruckende Arbeit bei diesem Auftrag. Das blieb nicht unbemerkt. Danke. So. Ich will aber diesen beschissenen Auftrag mit diesem Wetterstation noch fertig haben. Ja. 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 Dann bauen wir hier hinten noch eine hin. Nicht Gäste, Christian. Betriebsgebäude. Gucken wir mal. Dann gucken wir mal, bei wie viel Prozent wir sind. Habe ich überhaupt schon Forschung das nächste angewählt? Leute, es ist doch eine Grinding-Ausgabe. Ich war mir hier unsicher, aber sie haben abgeliefert. Na siehste. Na siehste, so ist jetzt der... Der ist hier. Und da müsste ich dann mal gucken, was so den sein Problem ist. Anfrage zur Produktabholung. Und dann ist hier irgendwas so mit Krank... Oh. Aufgabe erhalten. Und dann hat irgendwas keinen Strom. Irgendwas hat keinen Strom. Aha. Auch darum kümmern wir uns natürlich noch. Wow, wie das hier
hier. So, jetzt werden wir uns nochmal... Oh, Fossilien erstmal abholen. Wow! Der ist ja dann auch bei 100, ne? Der, oh. Das wird verkauft. Expedition! Ey, ist das geil. Das ist so geil, Leute. Das ist hier richtig... Hier geht's richtig nach vorne gerade. Und Forschung war doch auch schon wieder was fertig. Sehr schön. So, und ich hoffe, hier läuft das jetzt mit der Heilung endlich mal. Gut. Hier liegt noch ein Dino rum. Aber irgendwie ist doch hier gerade schon wieder was kaputt. Das war schon wieder gerade so ein Geräusch. Nee. Ich werde hier mal... Ist das ein Schutzraum? Das ist ein Schutzraum. So. Und was ist denn jetzt eigentlich dein Problem? Müssen wir den jetzt erstmal irgendwie heilen? Müssen wir nicht. So. Was ist denn jetzt? Zu wenig Gras. Da kann quasi ein bisschen Wald weg. Da kann etwas Wald weg, Leute. Oh, lese ich das gerade schon wieder richtig? Wo ist denn jetzt schon wieder ein Zaundefekt? Kunde! Du regst mich auf! Druck reagiert auf Reparaturanfrage. Ich leg dich, ich mach dich hier bald woanders hin. Ich habe ein Angebot erhalten, das der Wissenschaftsabteilung und auch Ihnen definitiv weiterhelfen wird. Sei mich verdrückt. Verstanden. Ein Omen, falls Sie an so etwas glauben. Was ich natürlich nicht tue. Oh, außer wenn ich es tue. Betriebsgebäude. Vollständiges Genom, Leute. Ist auf jeden Fall geil. Ist schon wieder irgendjemand krank. Und Zaun kaputt. Habe ich jetzt so schon angewählt, hier wegen Zaun ganz machen? Reparieren Zaun, ja. Boah. Richtig viel zu tun hier. Das läuft. Forschung abgeschlossen. Uiuiuiuiui. Das werden wir mal noch mitnehmen. Bap. Bap. Irgendwas ist hier noch mit... Oh. Ja? Ja? Sehr schön. Da liegt noch ein Dino rum. Ja, genau das brauchen wir. Gut gemacht. Aber eigentlich können wir nur verkaufen, oder? Ja. Er ist nur am Ausbrechen. Legt mich auf. Was ist mit euch eigentlich? Geht's euch gut? Ja, euch geht's überhaupt nicht gut. Oh Gott, Bestand. Da müssen noch mehr von denen raus. Irgendwo ist einer tot. Bestimmt Peter. Ah, das habe ich mir schon gedacht. Zum Einsammeln des Produkts. Peter hat's erwischt, Leute. Und den gefällt's hier überhaupt nicht. Den gefällt's hier überhaupt nicht. Oh, du ahnst es nicht. Du ahnst es nicht. Nicht Transport. Sondern das A-Team. Aufgabe erhalten. Ja, dann darfst du den auch gleich machen. Boah. Aber umso größer der Park wird, umso mehr Stress hat man doch irgendwie, ne? Sabotage im Gange. Sabotage. Eine andere Abteilung steckt dahinter. Sabotage. Natürlich. Natürlich. Das ist eigentlich ein schöner Abschluss, dass man hier einfach sagen kann, dann lasst mich doch in Ruhe mit dieser Insel. Wir haben richtig viel geschafft.
Ausbrüten fehlgeschlagen. Zur Sicherheit. Ja, die ganzen Tore sind offen. Hier sind richtig viele Dinos unterwegs. Wir haben bloß einen Heli. Und der hat gerade zu tun. Ei. Aber dass ich hier noch keinen zweiten mit dazu machen kann, ne? Das ist krass. Aber man könnte bestimmt ein zweites bauen, oder? Man könnte ein zweites bauen, tatsächlich. Das wusste ich nicht, Leute. Also genau wie ein Ranger-Team. Gut, dort ist der eine, dort ist noch der andere. Also jetzt geht hier erstmal richtig Geld flöten. So, warte mal, Eva, das dann alles vergessen hier. Der ist fertig. Der kann hier rein. Der ist hier noch am Machen. Und der hat hier irgendwie doch richtig zu tun. Wieso trifft der den denn nicht? Also, ist das zweite Team hier fertig? Nee. Nö. Die lassen sich Zeit. Jetzt muss er doch mal treffen. Also. Und der zweite ist fertig. Wieso kann ich dich nicht wählen? Produkt wird transportiert. Betäuben. Jetzt bin ich gerade verwirrt, Leute. Betäuben? Anfrage bestätigt. Betäuben. Wo liegen jetzt hier die Eiermaler rum hier? Ey Leute, nimmt's mir nicht übel. Ich merke das selber, dass das heute eine komische Ausgabe ist. Schlechte Bewertungen sind stets Indikatoren dafür, dass etwas falsch läuft. Vielleicht sehen Sie sich das mal an. Wer ist er? Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Meine Fresse. So. Dann lassen wir hier den mal raus. In der Hoffnung. Da sind Leute drin. Ist das nicht geil? Aber wir wollen ja eh aufhören. Und in der nächsten Ausgabe dann zur nächsten Insel gehen. Weil irgendwie ist da hier jetzt am Ende tatsächlich nochmal der Wurm drin gewesen. Und Leute im Gehege. Das hat mal auf der Insel ja schon mal gehabt. Dass das das Beschissenste ist, was dir eigentlich passieren kann. Na, wenigstens noch ein bisschen für den T-Rex hier eingesammelt. Ja, das mit den Zuschauern ist, die waren hier, ne? Beginne Produkttransport. Habe ich die hier nicht gesehen? War das nicht hier? Oder war es hier? Hier war's. Rennt raus. Alter, wie viele da reingerannt sind, ne? Transport hat begonnen. Alter! Wo kommen die denn alle her? Sag mal, hattet ihr Wandertag? Das ist ja... Wollen wir uns drauf einigen? Richtig Zeit gehabt, ne? Wow! Toter Dino. Auch noch. Also das ist jetzt auf jeden Fall schon mal so ein bisschen Vorgeschmack. Bestätige Anfrage. Und ich gebe so ehrlich zu, ich habe auch schon jetzt ein bisschen Überblick verloren, wo jetzt hier überall ein Dino
fehlt von denen, die gestorben sind, weil ich will ja dann auch schon, bin ja auch so einer, würde ja dann gern wieder auffüllen. So liegt jetzt hier irgendwo ein Dino draußen rum. Nee. Expeditionen sind sie noch unterwegs, denke ich mal. Nee. Machen halt einfach mal so ein bisschen Pause. Bodenlose Frechheit. Bodenlose Frechheit. So, geht's dir jetzt hier mal gut? Waldbestand, Grasland. Das Gehege ist zu klein, einfach nur. Ärgerlich. Aber dann machen wir uns... Oh. Reparaturtrupp meldet sich zurück. Meine Fresse. Ja, Leute. Ich denke mal, das war die letzte Ausgabe von dieser Insel. Also wir werden in der nächsten Ausgabe hier nochmal ganz kurz drin starten, aber auch nur, damit wir dann zur nächsten Insel, Pena, wenn ich das jetzt so richtig in Erinnerung habe, dass wir dort dann hingehen werden. Und ja, mal gucken, was dort für Aufgaben auf uns lauern. Hier, das war zum Teil schon wirklich knifflig gewesen, muss ich mal sagen. Aber es hat Spaß gemacht. Und ich freue mich sehr auf die nächste Ausgabe und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr da auch wieder mit am Start seid. So, gucken wir uns mal hier meine Lieblinge an. Ja, ja. Günther und Estelle. Leute, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein für heute. Ich danke euch vielmals, dass ihr wieder eingeschaltet habt und würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao.